Und der war zu weit. Von der Adlerer war. 11 zu 8. Ja, da kommt sie noch gut um den Block rum. Birgit Kaufeld. Alarova über den Block. Sosa aus dem Halbfeld. Und da schlägt sie den Block an und von da aus geht der Ball ins Aus. Der Punkt für Aurubis Hamburg. 11 zu 9. Und da hat sie Glück, die Bäre Kaufeld. Schlägt in den Block, aber der Ball bleibt auf der Seite der Hamburgerinnen. Damit Punkt für Schwerin und der Aufschlag für Kaufeld. 12-9. Leichte Sprungaufgabe, aber zu weit. 12 zu 10. Das war ein schlechtes Zuspiel, da konnte Anja Brandt nicht mehr viel machen. Und das, was sie dann versucht, geht dann ins Aus. 12-11 und jetzt erstmal die Sprachgesänge aus dem Schwerin-Herpen. Block. Versuchen sie ihre Mannschaft nach vorne zu breiten. Erste Wirkung ist geschehen, Anja Brandt. 13-11. Marie Frick. Mit der Angabe jetzt. Knapp übers Netz gespielt. Und der groß geschlagene Ball der Hamburgerinnen im Feld. 13 zu 12. Paulina Gumolka mit der Angabe jetzt. Alarova mit dem Großschlag und Versuch Nummer 2 und bleibt im Block hängen. Der Ausgleich 13 zu 13. Super, besser ausgespielt. Die Lücke im Block gefunden von Patricia Thormann. 14 zu 13 für Schwerin. Alarova mit der Aufgabe ins Netz. 14-14. Jetzt ein Fehler auf Hamburger Seite. Da ist er auf Schweriner Feld getreten. Und damit einfacher Punkt für Schweriner SC und Anja Brandt mit der Angabe. Das war eine gute Angabe, haben die Hamburgerinnen Schwierigkeiten mit. Anja Novak kriegt den Ball gerade noch so. Der Ball bleibt an dem Block hängen. Wieder hat eine Schwerinerin eine Hand dran. Patricia Thormann legt ihn dann rüber. Über den Block. Aber es war es auch noch nicht. Hermann auch nur mit dem Heber. Und Thormann wirft dann oder trifft dann Sosa zum 15 zu 15.
Pässe nochmal gewischt werden. Und jetzt Aufschlag für Michalski. Und Patricia Thoma mit dem 16:15 der Führung zur technischen Auszeit für Schwerin. Ist natürlich immer schön, mit einer Führung in eine solche Pause zu gehen. Weiter nach dieser technischen Auszeit, Patricia Thormann mit der Angabe. Die Variante der Blockstand auf Hamburger Seite. Und dann ist gegen Costa Caldara nichts mehr zu machen, 16:16. Und Kellner mit dem Service jetzt für Hamburg. Frick bringt den Bier wieder einfach nur rüber, diesmal nicht so gut geklappt wie sonst. Und der Block stand nicht gut zusammen, aber er stand genug. Und diesmal steht der Block wieder. Aber nicht zu holen. Der Ball geht ins Aus. Und die Führung für die Hamburgerinnen. 17:16 und Kellner mit der Angabe. Und auch der Ball von Kaufeld bleibt im Block hängen. 16:18 aus Schweriner Sicht. Und da ist nochmal der Fanclub der Schweriner, der sich nochmal anfeuert und dann die Auszeit von Schwerin genommen. Und der Dora Alexandersson, der wieder sehr energisch auf seine Mannschaft einredet. Kein Wunder, bei der Auszeit von Hamburg stand es 10:5 für Schwerin. Jetzt steht es 16:18 für Hamburg. Landa Kellner mit der Aufgabe ins Netz. Und 17:18. Und der Ball landet im Netz. Und damit der Ausgleich 18:18. Nochmal zwei Wechsel auf Hamburger Seite. McNett und Koka kommen wieder ins Spiel. Kutsche mit der Angabe jetzt für Schwerin. Und da haben sie sich schwer getan. Malarova mit dem Crossschlag ins Aus. Tore Alexandersen wirkt nochmal auf seine Spielerin ein.
18:19 Angabe Hamburg. Und der ist zu weit von Sosa. 19:19. Kaufeld jetzt mit wieder einer leichten Sprungaufgabe und auch die ist zu weit. Wieder ein leichter Punkt für Hamburg. 19:20. Nochmal der noch ein Wechsel auf Hamburger Seite. Diemke Wedekind. Kommt jetzt nochmal. Und Costa Caldara. Nalarova mit dem Crossschlag, den Hermann noch abbekommt, aber nur noch ins Netz kommt und damit 20:20 und Frick mit der Angabe. Und die Halle merkt doch, dass die Mannschaft Unterstützung braucht und sie ist auch da. Aber der Block der Schwerinerin, der ist nicht da. Ellen Hermann mit dem 20:21 Crossschlag durch den Block durch. Lücke war breit genug zwischen den beiden Spielerinnen und Koka mit der Angabe jetzt. Schöne Variante und Thormann legt den Ball einfach nur noch gegen McMahon. Und sie folgt der Einladung und erhält den Block einfach rein und der Ball geht dann ins Aus und der Punkt für Schwerin. 21:21 Jahre. Robarm jetzt mit der Angabe. Rausgedreht, Sosa Schwierigkeiten bei der Annahme. Einfach nur abgelegt. Baller Robar. Sosa aus dem Halbfeld. Er ist drüber. Und 22:21 für Schwerin. Und Auszeit genommen für Hamburg. Natürlich noch ein Punktgewinn für Schwerin hier und das wird hier ganz, ganz eng für die Hamburger. Ja, das sind schon deutliche Worte, die er dann sucht und findet. Der Hamburger Trainer. Und da nimmt er sich Hermann nochmal an, wie er den Block. Sagt, ja, wie soll ich denn das machen? Wie soll ich das umsetzen? Und bis zur letzten Sekunde der Auszeit nutzt der Trainer seine Zeit, um seiner Spielerin nochmal zu erklären, was er von ihr möchte. Und eben jene Ellen Hermann hat dann die Chance zum Punkt hier, der Ball eher aber ins Ausgeschlagen, 23:21 für Schwerin jetzt. Adlerova bei der Angabe und wenn Schwerin jetzt punktet, ist der zweite Satz so gut wie fix, wollte ich gerade sagen. Und da ist die Angabe zu weit und der Punkt. Frau Rubes, jetzt muss Hermann runter. Nachdem sie scheinbar nicht das umsetzen konnte, was der Trainer von ihr wollte. Und Saskia Ratzeweit kommt zur Angabe. In dieser entscheidenden Phase, in diesem zweiten Satz. Er war am Netz, aber die Schwerinerinnen haben aufgepasst, können den holen. Und der Brandt kann sich dagegen Block durchsetzen, das reicht aber nicht für den Punktgewinn. Brandt jetzt